So, was haben wir hier? Spherical Demo. Sieht eigentlich schon wieder aus wie Sonic. Full Version steht da unten im Menüpunkt. Hä? Man hat 20 Leben, kein Timer. Nimm dir die Zeit, die du brauchst. Es gibt eine optionale Mission. Na gut, los geht's. Ich roll los. Das ist so ein Super Monkey Ball und so. Ich verstehe schon. Okay. Die Schonfrist ist scheinbar vorbei. Jetzt wird's ernst. Solche Spiele habe ich schon ein paar gesehen in Dreams. Die sind scheinbar wahrscheinlich nicht so schwer zu machen, schätze ich mal. Aber das hier steuert sich sehr exakt, sehr leicht. Also sehr direkt. Ich kann viel stärker bremsen und ich kann wahrscheinlich hier sogar bergauf rollen, ja. Also viel leichter wie Super Monkey Ball auf jeden Fall. Wo man teilweise einfach keine Kontrolle mehr über irgendwas hat. Das sieht ja jetzt gemein aus hier. Oh. Nein, ach komm, Mann. Du blödes Spiel, du. Das ist ja jetzt gemein. So kurz vom Ziel. Okay. 10 extra Leben. Ach so, das war ein optionales... Ach so, da hätte ich gar nicht lang gemusst. Ich muss da rein. Optional Challenge. Aha, ich verstehe. Na, warum nicht? Puh. Yay! Oh, wow. Das geht aber gleich direkt weiter. Cool, dass das so ein krasser Stilumschwung jetzt ist. Finde ich sympathisch, finde ich cool irgendwie. Oh, oh. Müssen wir wohl warten. Das ist cool gemacht. Das ist ein cooles, simples Spiel. Mit einer funktionierenden, guten Steuerung. Insgesamt cool. Dann lasse ich die Optional Challenge jetzt mal aus. Weil dadurch, dass das zweite Level jetzt so anders aussieht wie das erste, interessiert mich auch, wie das dritte aussieht. Ich tippe auf Feuer und Rot und Hölle. Aber schauen wir mal. Bin gespannt. Oder Eis und Schnee. Das könnte auch noch sein. Vielleicht ist es aber auch einfach wieder was sehr Abstraktes. Aha, es ist Pinker Vergnügungspark. Das hätte man auch erraten können, finde ich. Das ist auch nicht so abwegig. So eine Kaugummi-Welt. Aber echt cool, wie sich der Stil unterscheidet, oder? Ich finde das echt schön gemacht. Oh shit, das ist aber ein bisschen hier. Wow. Ja, Facecam würde ich sagen bei dem Game Pflicht, weil die Reaktionen auf das, was im Game passiert, fantastisch sind. Ich denke, dir wird es nicht anders gehen. Da bin ich gespannt. Ich finde ja solche Spiele eigentlich oft ganz, also super cool. Ich meine... Sowas wie Stanley Parable zum Beispiel. Stanley Parable finde ich zum Beispiel total super genial. So Spiele, die einfach mal so ein bisschen Konvention brechen, mit dem Spieler spielen, unerwartete Sachen machen. Sowas finde ich super.
Oh, das sind Löcher im Boden. Nein! Ah, Mist! Ach, jetzt muss ich wieder zu den blöden Karussellen, na meinetwegen. Zum Glück sind die so langsam, dass es hier kaum Fliehkraft gibt. Da kann man gemütlich drüber rollen. So, aber jetzt hier aufpassen. Nicht in die Löcher. Das sieht man nämlich ganz schwer nur, teilweise. Na okay, dann gehen wir halt den Weg. Ist okay. So, weiter geht's. Das ist ein cooles Spiel, wirklich. Nein! Das ist so ein Scheißspiel. Nee, das ist wirklich cool. Das gefällt mir. Aber ich wusste nicht, dass die Bouncy-Blöcke sind. Das ist natürlich gemein hier. Ah, ich verstehe schon. So. Bio, da kriege ich direkt echt wieder Bock auf Super Monkey Ball, wenn ich das so sehe. Vielleicht muss ich mir doch mal nochmal ein Super Monkey Ball auspacken. Das hat jetzt schon fast was von so einem Future Racer oder so. Mein Gott, ihr beschleunigt mich viel zu schnell, ihr blöden Beschleunigungspfeile. So geht das nicht. Ich glaube, ich bremse ein bisschen. Ah! Mein Gott, die beschleunigen mich scheinbar einfach in die Richtung, in die ich gerade lenke. Ja, so ein bisschen zumindest. Ich bin mir auch nicht sicher. War auf jeden Fall gerade komisch. Ah! Puh. Oh, Mist. Und nur noch 21 Leben. Nur noch 20 Leben. Ey, das ist aber jetzt hier echt hart. Wow. Wow. Oh Gott. Verdammt, ich wäre beinahe einfach drüber gerusht. Mit meiner Geschwindigkeit, die ich drauf hatte. Über die ganzen Löcher. Da muss man echt jetzt schon sehr stark dagegen lenken. Wo ich am Anfang noch gesagt habe, hier kann man ja quasi... sowieso nicht, also quasi hat man immer die volle Kontrolle, muss ich hier jetzt schon sehr stark gegenlenken. Ah, jetzt wird's interessant hier. Okay, vielleicht gar nicht so schlecht, dass ich ein bisschen langsamer bin. Dann schaffen wir es auch zum nächsten Speicherpunkt. Puh, das ist cool. Und Thema Easy Game, ja genau. Es fängt sehr, sehr langsam und leicht an. Hat ein gutes Tutorial quasi, könnte man sagen. Aber dann wird's ernst. Komme ich da durch diese Laserschranken? Nö, das ist für mich eine Wand. Oh, und die Rollen töten mich sofort. Die schubsen mich nicht nur weg. Das ist natürlich mies. Wo muss ich denn überhaupt hin? Ah, da drüben. Ich sehe es schon. Glaube ich zumindest. Okay. Puh. Holy shit. Okay. Aber das ist cool. Also wirklich, das finde ich jetzt gerade richtig cool, das Spiel. Okay, gut. Passt. Cool. Ah, das war's. You have completed the demo. Sehr schön. Das war cool. Spiel findet sie verstanden? Ja? Okay, dann stirb. Ja, genau. Wizard Warfare. Okay. Schauen wir mal. Ihr Elementmonster. Ach, ist das sowas? Ich glaube, ich verstehe das. Und jetzt... Ah, ich wähle jetzt... Ich mach mal Erde, Feuer, Wasser. Achso, das geht schon nicht. Wie jetzt? Ne? Muss ich irgendwas... Achso, Erde, Feuer, Wasser.
Und dann kämpfen die so Schere, Stein, Papier mäßig. Ich verstehe. Und wenn ich jetzt mal Wasser, Wasser, Wasser mache. Es ist halt ein bisschen doof, weil im Endeffekt nur der Letzte, den ich rausschicke, entscheidet, ne? Irgendwie. Was gewinnt eigentlich gegen Erde? Warum gibt's unten nicht? Feuer, Feuer, Wasser. Ach, guckt euch das an. Gleiches hebt sich auf und Feuer besiegt Erde. Ich verstehe. Ja. Ja. Habe ich verloren. Das spielen wir zu lang, bis ich Game Over bin. Ist halt wirklich ein reines Ratespiel. Da kann man nicht mal wirklich mit großartig Strategie rangehen, oder? Naja. Wer was als Erholung beim 24-Stunden-Stream? Das da jetzt. Ich habe eh vor, beim 24-Stunden-Stream werden wir bestimmt ein bisschen in Streams reinschauen, auf jeden Fall. Ich weiß nicht genau, wie viel und wie lang und wie und was. Ich habe schon einige Spiele vorbereitet für den 24-Stunden-Stream. Bin noch ein bisschen auf der Suche nach mehr momentan, damit mir die Spiele nicht ausgehen. Das wäre immer das Doofste. Das ist immer das Doofste, wenn mir die Spiele ausgehen und es nichts mehr gibt, was ich jetzt irgendwie, auf was ich Bock habe. Nach 18 Stunden durchspielen ist es echt schwer, was Motivierendes zu finden. Ja, yeah, mache ich dich fertig. Oh Mann, wie lange geht denn das jetzt noch? Der andere hat nicht mal eine Energieleiste. Ich verstehe das gar nicht. Vielleicht oben steht 8. Vielleicht, wenn ich 10 zu ihm rübergebracht habe, habe ich gewonnen. Oh, das wird eine Nullrunde. Na dann. Mist. Ah doch. Yeah. Einen brauchen wir noch. Vielleicht. Ich bin mir nicht sicher. Ah, Mist. Was verliere ich? Komm schon. Einen noch. Ich nehme jetzt immer eigentlich Wasser, Feuer, Erde, weil manchmal funktioniert es, manchmal nicht. Ich habe irgendwie keinen Einfluss drauf. Yay, 10. Oh Gott, das geht noch weiter. Dann machen wir jetzt, bis wir tot sind. Vielleicht ist das so ein Highscore-Spiel. Das ist ein bisschen langweilig. Ich glaube, das wäre doch nichts für 24 Stunden. Das Stream, da würde ich einfach einpennen, wahrscheinlich. Ich penne jetzt schon fast ein. Ich meine, das ist alles in allem nett. Und auch interessant einfach, dass solche Sachen gehen mit diesem Editor. Das ist schon echt cool. Aber, ja, dadurch, dass ich quasi wirklich kein... Also, da ist ja auch keine Taktik oder was dabei. Das ist ja wirklich nur Raten. Das ist wie der Schnick-Schnack-Schnuck-Simulator, den wir hier spielen. Mit ein bisschen mehr Fancy-Richkeit. Naja, warum nicht? Komm schon, jetzt nimm mir meine letzten 3 Leben, dann können wir das abschließen. Ah. Ich nehme jetzt mal immer das Gleiche. Das ist, glaube ich, immer das Blödeste, was man machen kann. Weil dann braucht er nur ein Element, das gut ist. Und dann, genau, marschiert er durch mich durch. Dann haben wir gleich verloren. Wir haben es fast geschafft, nur noch ein Leben. Ja, mach mich fertig. Sehr gut. Oh oh. Game over. 2 Spieler. Als 2-Spieler-Spiel würde das mehr Sinn machen, glaube ich. Next Spiel. Purgatory. The most important waiting room in existence. Hallo. Du bist jetzt vielleicht ein bisschen verwirrt, was passiert ist und wo du bist. Um es einfach gerade heraus zu sagen, du bist tot.
Du bist weder in dem, was du Himmel noch Hölle nennst. Du bist im Warteraum dazwischen. Bei dir wird das als so ähnlich wie Purgatory oder Limbo genannt. Was ist denn da der deutsche Begriff dafür? Da gibt es auch im Deutschen einen Begriff dafür. Fällt mir jetzt nicht ein. Während du hier bist, kannst du dich ruhig umsehen. Schlag die Zeit tot. Gib dich mit anderen moralisch zwiespältigen Lebensformen ab, die bei dir sind. Viel Glück. Limbus. Nee, aber da gibt's noch so der christliche Begriff dafür. Fegefeuer. Genau. Okay. Schauen wir uns mal hier um. Im Limbo. Deine Beurteilung sollte nicht allzu lange dauern. Versuch hier ein bisschen Spaß zu haben. Denn obwohl du nach dem hier unendlich viel Freude haben könntest, könnte es sein, dass du sie nicht hast. Genau, Fegefeuer, schreibt die Merlin auch gerade. Genau. Wie ich sehe, bist du ganz alleine. Nur wir zwei, schätze ich. Oh, cool. Ich mag so abgedrehte Exploration Walking Simulator Spiele. How do you think... wie glaubst du denn, dass du beurteilt wirst? Weil... ich weiß, wie es ausgeht und... Hey, könntest du nochmal zurück in den Warteraum gehen, bitte? Wir haben Wartungen gerade am Laufen. Nee, ich geh nicht zurück. Okay, vielleicht sollte ich doch zurückgehen. Oh oh. Oh oh, jetzt hat sich hinter mir die Tür verschlossen und alles ist dunkel. Ich sehe da was. Aber was? Oh, da gibt was auf. Ja, ich glaube, ich bin im Himmel. Checkpoint. Ich glaube, wir sind gerade gestorben und sind jetzt hier im Fegefeuer und warten auf unsere Beurteilung. Was machst du da? Und die Wand redet mit uns. Du kannst nicht da lang gehen. Bitte dreh um. Aber das machen wir nicht. Das ist bis jetzt noch nie passiert. Ich weiß nicht, was ich tun soll. Es ist wirklich nicht sicher. Du solltest nicht hier sein. Bitte geh zurück. Nein! Geh hier nicht durch. Reingefallen. Wir haben dich total reingelegt. Sorry, es war hier in letzter Zeit nur ziemlich langweilig. Deswegen dachte ich, du bräuchtest vielleicht ein bisschen Spaß. Hey, ich weiß, wie ich es wieder gut machen kann. Vielleicht ist das ein bisschen Spaß für uns beide. Komm einfach raus und ich erklär's dir. Also, hier waren nicht viele Leute... in den letzten... Warte mal. So, there haven't been many people around here. Für die letzten 60.000 Jahre oder so waren hier nicht viele Leute. Also hatte ich ziemlich viel Freizeit. Es ist an der Zeit... Nee, in dieser Zeit habe ich ein paar neue Designs für die Wartenden... Für den Warteraum entworfen. Die du bitte austesten solltest. Das erste ist gleich hier durch die Tür. Gleich da durch. Okay.
Ziemlich gut, oder? Das erinnert mich gerade voll an eine Szene aus Xenoblade Chronicles 2. Glaube ich, ja. Ziemlich gut, oder? Ich persönlich mag das. Aber ich glaube, es ist ein bisschen zu ähnlich wie der Platz oben im Himmel. Also, das sagt er nicht, aber wie der Platz oben, wenn du weißt, was ich meine. Und Zelda. Erinnert mich auch an Zelda, Majora's Mask. Natürlich. Die die Szene. Kopf von dem Horrorkind im Grunde. Wie wär's denn damit? Ziemlich gut, oder? Ja, sieht toll aus. Was? Zu viel? Nö, nö, passt schon. Was willst du damit sagen? Ich hab das nicht gemacht. Hey, sorry, dass ich dich hierher zurückgebracht habe. Aber ich kann das... Oh, ich kann das... Das kann man schlecht übersetzen. Er findet was nicht, aber wer anders sagt, dass er es nicht findet, findet das anscheinend doch. Du wurdest beurteilt. Es ist an der Zeit. Geh einfach den ganzen Weg die Halle entlang und dann siehst du das Ergebnis. Na dann. Dank. Oh, okay. Es gibt für dich nichts. Keinen Schmerz, keine Freude, kein Essen, kein Trinken, keine Erlebnisse außerhalb dieses Raumes. Für immer. Und wenn es dir hilft, es tut mir leid. Es tut mir echt leid, aber du wurdest als grausam. Oh, jetzt ist es weg. Mist. Auf jeden Fall wurde ich als grausamer Mensch bewertet und deswegen bin ich jetzt für immer hier in diesem Raum. Für immer und ewig. Tja. Da wäre die Hölle wahrscheinlich interessanter gewesen. Finde ich jetzt schon gemein. Jetzt wird es auch noch dunkel. Hm, vielleicht besser so. Kommt da noch was? Ah! Du Idiot! Du hast nichts erkennbar Schlimmes auf der Erde gemacht. Warum solltest du zur Hölle fahren? Trottel. Aber jetzt mal ernst. Danke, es war nett, weißt du, mal mit jemandem zusammen zu sein. Tut mir leid, dass ich dich die ganze Zeit rumgeschleift habe. Wir geben dir gerade einen existenziellen Breakdown. Aber hey, die Vergangenheit ist die Vergangenheit. Naja, auf jeden Fall... Hoffe ich, du hast ein schönes Leben nach dem Tod. Ich werde an dich denken, Kumpel. Hey, Pat 2K, Pat. Ich sage einfach Pat. Danke fürs Followen. Schön, dass du mit dabei bist. Yay! Da. Oh, das ist schon das nächste Spiel jetzt. Okay, und schon wieder das nächste Spiel. Oh Mann, ey. Random Road. Na dann, Random Road. Zeig mal, was du kannst. Ich krieg hier die ganze Zeit... Ich muss mal kurz auf mein Handy gucken, was ich da die ganze Zeit beschrieben gekriege. Hä?
Moment. Ich bin gleich wieder da. Ach so. Ich verstehe. Okay. Random Road. Ich drücke X. Und jetzt muss ich hier einer zufälligen Straße folgen und Pünktchen einsammeln. Ich habe auf der Switch mal ein Spiel gespielt, was das irgendwie für 99 Cent gab. Das war ein Rennspiel. Auf einem Band. Einem Band im Weltall, das auch zufällig vor einem generiert wurde. Und wenn man das Band eingeholt hat, hat man gewonnen. Das war so ein bisschen wie das, nur anders. Also ein bisschen mehr sophisticated. Aber okay. Ja. Okay, Random Road ist nett. Eine nette Geschichte. Oh, jetzt wird es aber komplex hier. Mein Gott. Boosten. Emergency Brake. Okay, jetzt haben wir hier ganz viel Steuerungsmöglichkeiten. Hold X to continue. Das ist sehr 80er. Das ist wahrscheinlich nur eine Demo für Fahrverhalten. Und ich finde das Fahrverhalten gar nicht schlecht, aber das Auto wackelt so. Das bereitet mir Sorgen. Muss das so sein? Es fängt an zu wippen, wenn ich länger fahre. Turbo! Hupe! Okay. Okay, ich find's gut. Nächstes Spiel. Ach Gott, oh Gott. GTA 1982.